Farbe Freude Leben um die Verwandlung einer Spüle. Thema: Eine alte Naturheilskirche hat ein Edelstahl-Spülbecken, das eigentlich von den Ausmaßen her viel zu klein ist. Man sieht das hier, das rechte Becken ist so klein, dass man nicht mal eine größere Pfanne oder ein Backblech ordentlich darin spülen konnte. Daher die Idee, wir bauen uns selber was Neues. Das heißt, das ganze Element entfernt und auf die vorhandene Unterkonstruktion ein neues Spülbecken, das wir aus USB gebaut haben, eingesetzt. Diese USB-Platten wurden erstmal mit einer Spachtelmasse von der Firma Ardex abgedichtet und dann mit einer Marmorspachtel von der Firma Frescolori in 3 Arbeitsgängen beschichtet. Anschließend wurde das Ganze angeschliffen und mit einer PU-Versiegelung 2-mal versiegelt. Und da sieht man schon, wir haben jetzt ein großes Becken, das aussieht wie ein Naturstein in einem warmen Grauton. Und das Endergebnis ist wunderschön, wie ein großer Trog, ausreichend Platz zum Spülen. Als Hintergrund eine schöne Tapete. Und so sieht das alte Becken aus wie neu.